Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Sunny Side of Life. Wir kochen heute ein veganes Gulasch. Dazu verwenden wir veganes Rind in Stücken. Das ist jetzt zum Beispiel von der Marke Fantastic Foods. Kartoffeln, rote und gelbe Paprika, rote Zwiebeln, Knoblauch und einige Gewürze. Salz, Pfeffer, Oregano, etwas Kümmel und Paprikapulver. Sowie ein pflanzliches Öl eurer Wahl und passierte Tomaten. Optional könnt ihr auch noch Tomatenmark verwenden. Das Ganze bereiten wir in einem gusseisernen Bräter zu. Diese Rinderstücke solltet ihr euch vorher etwas klein zupfen, dann sieht man auch gut diese Faserigkeit. Zudem solltet ihr sie danach gut abspülen, am besten so lange, bis das Wasser wieder einigermaßen klar ist, damit man diesen ja, typischen Eigengeschmack nicht dabei hat. Wir beginnen jetzt damit, dass wir das Öl in einem gusseisernen Topf oder einem Topf eurer Wahl erhitzen. Ich nehme jetzt einen gusseisernen Topf, einfach weil es länger köcheln muss und dieser die Wärme besser hält. Und sobald das Ganze heiß genug ist, geben wir das Rind hinzu. Danach geben wir die Zwiebeln und den Knoblauch hinzu. Wir löschen das kurz mit etwas Wasser ab. Jetzt reduzieren wir das auf mittlere Hitze und fügen die passierten Tomaten hinzu. Die Gläser könnt ihr jetzt noch mit etwas Wasser ausspülen und geben das auch noch dazu. Gut umrühren. Und nun mit einem Deckel abgedeckt, bei mittlerer Hitze circa eine Stunde köcheln lassen. In regelmäßigen Abständen auch umrühren. Nachdem das Ganze jetzt rund eine Stunde schon geköchelt hat, geben wir die Kartoffeln hinzu, lassen das erneut eine halbe Stunde köcheln mit geschlossenem Deckel und geben im Anschluss dann die Paprika dazu. Nachdem es nun eine weitere halbe Stunde gekocht hat, geben wir als letztes noch die Paprika und die Gewürze dazu. Salz, Pfeffer, Oregano, den Kümmel und das Paprikapulver. Wenn ihr jetzt, so wie ich, merkt, dass ihr etwas wenig Flüssigkeit reingetan habt, gebt ihr noch ein weiteres Glas passierte Tomaten hinzu, spült das Ganze wieder mit etwas Wasser aus und gebt das ebenso noch mit rein. Das bedeutet allerdings auch, dass ihr gegebenenfalls etwas mehr nachwürzen müsst. Und jetzt lassen wir dies erneut eine halbe Stunde noch weiter köcheln. Am besten mit geschlossenem Deckel, wenn es noch irgendwie möglich ist. Nehmt ein großes Gefäß. Wow. Eine Ewigkeit später. Nach etwa insgesamt 2 Stunden Kochzeit sind die Paprika jetzt noch etwas bissfest. Ihr könnt das gerne auch noch länger kochen lassen. Für gewöhnlich sollten sie aber aufgrund dessen, dass sie noch etwas nachgaren, weicher werden. Das war es diesmal wieder von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein paar Kommentare da. Daumen nach oben wäre auch nett. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Mal.